Willkommen in Fechners Universum. Der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials. Hallo und herzlich willkommen hier bei Nachgedacht. Hallöle. Fechners World. Fechners World. Und wie Wayne's World, weißt du so? Kennst du noch in den 90ern Wayne's World? Klar. Auweia. Auweia, wie der Roman Schamow immer sagt. Auweia. Auweia, das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Toll. Also schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt und vor allen Dingen schön, dass der Sven und ich wieder zusammengefunden haben, denn es ist immer ein Fest. Oh ja. Und das haben wir jetzt gerade schon, bevor wir angefangen haben, festgestellt, wir haben schon krass laufende Motoren für das heutige Thema. Ja, ja. Ich muss sagen, wir haben nämlich heute das Thema, wir haben uns überlegt, als wir letztes Mal über die männlichen oder die Male Role Models sprachen. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier mein Kabel, du kennst das mit dem Kabel. Wie das ja, das ist geil mit dem Kabel. Oh, ja. Was? Ach so. Ah ne, da sprechen wir, das ist eine extra Folge. Als wir über unsere männlichen Vorbilder gesprochen haben, haben wir uns ja auch darüber verständigt, dass wir die nächste Folge über Mütter machen. Und das haben wir jetzt vor zwei Tagen nochmal, als wir kurz connected haben, uns gegenseitig bestätigt. Also, es geht oder auch um weibliche Vorbilder oder Mütter, ja, so, das ist so das Thema, die Anima. Anima ist dieses Mal Thema. Ja, dann legen wir los, Roman, ne? Finde ich gut, weil das war relativ klar und deutlich, als wir uns auch gefragt haben, was wir machen wollen. Und ich glaube, zumindest jetzt bei uns beiden und ich glaube, ehrlich gesagt, auch bei vielen von uns anderen, die jetzt eventuell zuhören, ist das ein Riesenthema. Da hat es gleich einen Pling gegeben, siehst du? Siehst du? Gleich einen Pling als Bestätigung. Und zwar ist es die Dame, aus der wir in diese Welt hinein gehoben wurden, gekrochen sind, hinausgepresst worden sind, wie auch immer der Anfang war. Auf jeden Fall haben wir uns in der Dame, über die wir schon heute am meisten sprechen wollen, haben wir uns entwickelt und sie hat uns zusammengebaut, Kraft ihrer Biologie. Das muss man sich auch mal klar machen, finde ich, weil ich habe neulich mit einer Freundin auch darüber gesprochen und habe so gesagt, jetzt mal diese, also ne, wenn ein Mann mauert, so eine Mauer oder baut ein Haus oder so, ja, das wird ja immer auch gewürdigt und ist ja auch viel Arbeit und wird ja auch bezahlt und so. Und eine Frau baut in sich dieses, ihre Biologie baut einen ganzen Menschen. Und das müsste eigentlich ähnlich gewürdigt werden, finde ich, ganz unbedingt. Oder? Ja. Ja, was überhaupt in einer Frau vorgeht, und ich habe ja dieses Gespräch jetzt neulich geführt in meiner anderen Rubrik mit der Nela Schmitz, die Frauen unterstützt, die, wenn sie Probleme also oder Schwierigkeiten oder Schmerzen auch in ihrem Zyklus haben, ne, und auch diesen Zyklus wieder ehren. Und die hat mir mal genau erklärt, das war wirklich spannend für mich, was da eigentlich in diesen 28 Tagen vorgeht in so einer Frau. Das ist ja unfassbar. Es ist ja, ich meine, das Leben ist sowieso ein Wunder, aber allein das, ne, dass da quasi ein Nestbereich wird, wo eine Zelle, die dann befruchtet wird, sozusagen sich entwickeln kann und dort mal 9 Monate rumchillen kann und wo dann irgendwie so ein kleines Baby mit Armen, Beinen, Augen und Niere und Leber und alles, was dazu gehört, irgendwie dann da rauskommt, ne? Und bis dahin einfach dort erstmal erste Zwischenmiete macht. So, ne? Also das finde ich schon. Ja. Das ist unglaublich, also unvorstellbar auch für uns Männer. Ich war ehrlich gesagt jemand, der schon, ja, also von ziemlich klein auf immer das auch wahnsinnig ungerecht fand, ehrlich gesagt. Ich habe immer gesagt, ich finde es total gemein, dass wir keine Kinder kriegen wollen, worauf natürlich immer viele aufgeschrien haben, also Männer auch und auch Frauen, aber gesagt haben, also was, nein, das ist doch, also sei froh und so, ja, und ich so, nein, aber ich hätte das, ich würde gerne und ich hätte heute auch Kinder. Ich hätte Kinder. Hätte ich welche kriegen können, hätte ich definitiv mindestens 2.
Okay, das irritiert mich jetzt, weil ich bin so, oh Gott, bin ich froh, dass dieser Kerlch in dieser Inkarnation an mir vorbeigeht. Also, das Lustig, ne? glaube Da bist du ich, auch jemand, oh, der ne, das wäre sagt. das allerletzte. Allein diese Schmerz, das muss ja unerträglich sein. Also, wir Männer sind ja da sowieso, glaube ich, eher ein bisschen pinziger gerne mal so, ne, aber, Ja. boah, ne, also, das, Ich würde mich nicht, das ist ganz verrückt. Klar weiß ich, dass das irgendwie wahnsinnig wehtut und dass das wahrscheinlich sau schwer ist, aber ich will. Ich hätte das wow. auf jeden Fall gemacht. Ich fände das super. Vielleicht war ich zu lange einfach immer wieder als Mann inkarniert, keine Ahnung. Aber bei mir ist es wirklich so, dass ich total Lust gehabt hätte, Kinder zu kriegen. Hättest du jetzt gerne Kinder? Ich Also hätte jetzt gerne Kinder. hättest du gerne Kinder großgezogen? Ja. Was ja spannend. Guck mal, da sind wir schon mitten im Thema, weil mein Gedanke ist eigentlich bis heute noch, boah, ey, ich bin so froh, dass ich keine Kinder habe. Erstmal irgendwie, wenn ich mir so, Ja. wenn ich nicht ganz so gut drauf bin, irgendwie den Zustand unserer Welt angucke, weil ich wüsste gar nicht, wie ich die in diese Welt entlassen sollte und was ich denen mitgeben könnte. Und außerdem, ich wäre durchgedreht, ich hätte die wahrscheinlich umgebracht. Also ich bin ja Das so. ist dann immer noch die andere Frage, auch zwischen, Boah. ich habe gerade mit einer Freundin aus Australien heute früh darüber referiert und gesprochen. Und wir haben beide auch festgestellt, dass wir aufgrund der einer Familiengeschichte letztendlich auch, und das ist der andere Aspekt, froh sind darüber, dass wir eben keine bekommen haben. Einfach weil es um Trauma ging, einfach weil es darum ging, dass es jetzt ja schon bei uns von Generation zu Generation weitergegeben worden ist, was da passiert ist. Bei uns war es vor allen Dingen Kriegstrauma vom Zweiten Weltkrieg. Sehr anders bei ihr und bei mir, aber beides jedenfalls dieses Thema. Und da habe ich nur zustimmen können und sagen können, ja. Ich bin ehrlich gesagt da an dem Punkt auch froh, dass ich das nicht weitergegeben habe, weil es sich nicht ergeben hat. Denn Du ich meinst merke jetzt bei der, epigenetisch weitergegeben? ja, Also, epigenetisch und ne, auch, weil. also mit dem, was bei mir nicht gelöst ist, weißt du, also auch mit dem, wie ich reagiere, wie ich aufgrund dessen, was in unserer Familie eben epigenetisch weitergegeben worden ist und so wie ich groß geworden bin, meine Triggerpunkte. Puh. Meine Güte, ich bin sehr froh, dass ich das nicht weitergeben musste. Also, ich will einmal grundsätzlich sagen, das Thema ist für uns beide natürlich noch mal ein bisschen heikler, als wenn wir über unsere Väter sprechen würden, weil unsere Mütter leben noch. Ja. Ja, und ganz wichtig, also ich bin mit meiner Mutter gerade mal wieder in einer Phase, wo ich gar nicht mit ihr spreche, weil sie mir einfach nicht gut tut. Das heißt nicht, dass ich sie nicht mag. Ich liebe meine Mutter sehr. Aber ich muss sie auf Abstand halten, weil ich komme einfach nicht da an sie ran und sie triggert bei mir immer wieder genau dieselben Punkte, die eigentlich nicht geheilt sind und wo ich alleine auch nicht weiterkomme. Und wenn sie sich aber diesem Prozess verweigert, sich darüber auszutauschen und sich wirklich das anzugucken, die Wunden, die sozusagen auch sie ist ja eine verwundete Seele, die was mitgebracht hat, ne? Dann fällt es mir gerade sehr schwer. Und ich möchte ganz, dass es wichtig ist, dass der Zuhörer und was weiß ich, falls meine Mutter dieses Gespräch hört, dass sie auf jeden Fall auch weiß, dass ich nicht über sie herziehen möchte oder irgendwie schlecht über sie reden möchte. Aber ich muss einfach um meiner Heilung willen irgendwie ganz ehrlich und aufrichtig kommunizieren können. Und das ist ein bisschen heikle Geschichte, weil ich immer auch wieder ein schlechtes Gewissen habe, aber ich weiß mir einfach auch nicht weiter. Na, und ich finde es schön, dass ich habe mir jetzt nochmal unser letztes Gespräch angehört, wo es auch viel um unsere Väter ging. Mir tut es total gut, mich mit dir hier auszutauschen, auch in dem Wissen, dass andere Menschen zuhören und davon vielleicht profitieren oder sich wiedererkennen können oder auch den Mut haben, dadurch, dass wir hier einfach über unser Leben sprechen und über das, was wir so erlebt haben und mit welchen Themen wir zu tun haben, auch den Mut haben, mit anderen zu sprechen oder Oh ja, das in ist einen gut. Austausch zu kommen. Ne? Ja, unbedingt. Ich habe hier so ein Weil das Zitat, ist ja was. auch das große Schweigen, ne? Das ist ja auch was, was ich ganz wichtig finde bei den Generationen vor uns. Also, weil ich glaube, das ist also zumindest bei traumatisierten Generationen vor uns, und das sind einfach mal zwei, so glaube ich, bei unserem Alter Mindestens. oder auf jeden Fall bei mir mindestens, Mindestens. dass eben ein großes Schweigen gibt und immer noch weitergeht. Also es gab es und es gibt es. Und so offen umzugehen mit dem, was in dir sich zuträgt und was dich in deinem normalen täglichen Leben berührt und womit du gerade beschäftigt bist. Ich finde es in zunehmendem Maße beeindruckend, was
stattfindet, wenn du dich traust, das zu teilen, auch im Kollegenkreis. Mir ist das letztens beim Hörbucheinlesen so gegangen. Da kam eine Kollegin dann raus aus dem Studio und wir saßen im Vorraum. Und ich habe dann einfach erzählt, was gerade bei mir so passiert. Und das hat so eine unfassbare Tür geöffnet auf ihrer Seite. Und sie sagte, um Gottes Willen, das ist mir noch nie passiert. So, also, dass man praktisch sich im Rahmen und so, wie es passt, zeigt. Und auch, wie du schon sagst, darüber redet und auch im Freundeskreis und auch, wenn es weh tut und auch vor allen Dingen, wenn es Angst macht und wenn es einen selbst in einem Licht stehen lässt, was man für sich selber als unangenehm empfindet, weil du oft denkst, so geht's mir zumindest mit mir, wenn ich mich so zeige, dann fühle ich mich schwach und dann fühle ich mich unwert, wenn ich mich verletzlich zeige und wenn ich mich klein zeige. Und es ist, wie ich selber ja von meiner eigenen Wahrnehmung bei anderen weiß, das genaue Gegenteil. Ist mir doch egal, ob jemand irgendwie voll strahlend sagt, ja, und dann habe ich da und dann gibt's in meinem Leben noch das und da. So, diese ganzen Sachen. Ist okay, manchmal ist es auch inspirierend, aber grundsätzlich ist es eigentlich nicht interessant. Denn wo immer ich auf Berührbares, Zerbrechliches treffe, schlägt mein Herz laut. Und das ist toll. Das ist ein schöner Ort, wo man zusammen hingehen kann, wenn man sich traut und wenn beide sich trauen. Ja, ich habe hier so ein ganz schönes Zitat gefunden. Das ist immer interessant. Ich habe hier diesen Abreißkalender von dem Veit Lindau hängen an meinem Meditationsplatz. Ja. Und da war jetzt gerade vor 3 Tagen so ein schöner Satz, den ich eigentlich dir gerne widmen möchte und diesem Gespräch. Ne? Also weil ich das so schätze. Und ich weiß ja auch von dir, dass seitdem wir diese Gesprächsreihe machen und auch seitdem ich diesen Podcast mache, wo ich ja viel über mich erzähle, ne? Und wo ich auch von meinen Schwächen erzähle und so, was ich ja früher nie gemacht habe. Ich habe immer so getan, als wäre ich irgendwie der Überflieger und so, aber innerlich war ich irgendwie ganz zerbrechlich auch, ne? Und da sagt er, jeder Mensch, dem gegenüber wir bereit sind, uns zu zeigen, führt uns zu einem tieferen Verständnis von uns selbst. Und ich danke dir dafür. Jetzt schon mal also wer weiß, wie viele Folgen wir noch machen, aber das ist genau das, was passiert. Also du hilfst mir und auch der Zuhörer hilft mir dadurch, dass ich den Mut habe, hier über mein Leben zu sprechen und über das, was mir passiert ist und das, was ich vorhabe und ne, wo ich an meine Grenzen komme oder wo ich aber auch wirklich erfolgreich war und so, hilft mir jetzt wirklich, wirklich nochmal auf einer ganz tiefen Ebene ein tieferes Verständnis von mir zu bekommen und auch echt alte karmische Wunden erstmal sichtbar zu machen. Also gerade jetzt, wenn wir so nochmal auf unsere frühe Jugendzeit zurückkommen, wenn wir auch über unsere Mütter sprechen, ist mir gerade was echt total klar geworden. Aber das erzähle ich vielleicht ein bisschen später, wenn wir dann im Thema mehr sind. Du hast gesagt, deine Mama lebt noch. Magst du mir sagen, wie alt die ist? Naja, das ist natürlich, weißt du, das wollte ich vorhin einhaken, als du gesagt hast, ja, also mit meiner Mutter spreche ich im Moment nicht. Ne? Hast du gesagt, oder? Wir kommen. Ja, es ist gerade, ja, ich versuche es immer wieder dann, dass wir wirklich einen Austausch haben miteinander, aber dann passieren immer wieder Sachen, wo ich getriggert, wo wirklich alte Wunden getriggert werden, die einfach auch nicht heile sind aus meiner Kindheit. Und wenn ich sie dann drauf anspreche, dann geht sie total in eine Abwehr. Und dann, anstatt irgendwie zu sagen, ah, okay, ich höre jetzt erstmal zu, was ich sie wirklich inständig beim letzten Mal drum gebeten habe, dass wir nur so miteinander in Kontakt sein können, wenn sie auch bereit ist, wenn ich ihr sage, hier ist eine Grenze, hier tut mir was weh, hier ist etwas, wo du einfach über mich drüber gehst, wie du es auch früher so oft getan hast. Und das wird dann, ne, da muss ich das mit dir klären können. Und das macht sie nicht. Dann kommt, ach, du bist immer so schwierig und immer diese alten Sachen und sowas. Und ich werde hingestellt als schwierig, wie ich eben früher als Kind auch immer dahingestellt wurde, dass ich falsch bin, dass ich schwierig bin und dass so, ich habe mich halt eingesperrt gefühlt und verlassen und nicht gehört und alle möglichen Sachen. Und das will ich nicht mehr. Und da das aber nicht geht, bleibt mir nichts anderes übrig, weil es mir so tief reinhaut, wenn da sowas Unbedachtes wieder von ihr kommt, dass mir keine andere Möglichkeit bleibt, als zu sagen, Mama, wir können gerne 2-mal im Jahr telefonieren zum Geburtstag und zu Weihnachten und irgendwie Happy Halloween sagen oder was weiß ich, aber das war's dann auch. Dann können wir keine Verbindung miteinander haben, die ich gewohnt bin, mit erwachsenen Menschen zu haben.
Das geht nicht. Das geht nicht. Und ich kann einfach nicht Oberflächlichkeit. Ich kann nicht irgendwie eine Beziehung aufrechterhalten, wo es nur darum geht, guck mal, ich habe mir ein neues T-Shirt gekauft oder wo einfach nach 10 Minuten nichts mehr zu erzählen ist und dann der Fernseher angemacht wird. Das ist nicht, das kann ich nicht. Und das tut mir wahnsinnig weh, aber gerade beim letzten Mal ist da wirklich so ein krasses Urthema nochmal von mir hochgekommen, dass ich gesagt habe, nee, tut mir leid. Mein Bruder macht das schon seit längerer Zeit endgültig. Auch nicht, dass er mit ihr einen Cut gemacht hat, aber gesagt, ich muss dich auf Entfernung halten, weil du tust mir nicht gut, du verletzt mich immer wieder und jedes Mal, wenn ich versuche, dir es zu erklären, du hörst nicht zu, du liest es nicht. Ich habe mir wirklich tagelang habe ich E-Mails geschrieben, ich habe mir versucht, Briefe zu schreiben. Und das geht seit 30 Jahren, seitdem ich von zu Hause weg bin, dass ich ja immer wieder wir kommen immer wieder an den Punkt, wo ich merke, boah, ich muss diese Frau auf ganz, ganz weiten Abstand halten, weil ich kacke hier total ab innerlich, ne? Und es ist aber nicht mein Job, da der Starke zu sein. Entweder beide oder ja, wir führen halt einfach wir leben zwar beide gleichzeitig, aber wir haben keine tiefe Verbindung miteinander, so leid mir das tut. Wie ist es bei dir? Habt ihr Ich kann Kontakt? dich, glaube ich, ich kann dich ganz gut verstehen, glaube ich. Also, weil ich kommuniziere mit meiner Mutter auch nicht. Das hat aber einen anderen Grund. Die ist seit 14 Jahren dement und verschwindet schrecklich, Ach auf so, schreckliche Art okay. und Weise, Jahr Ist für auch eine Jahr. Flucht, ne? Und ich war ganz kurz bei ihr und bin nicht oft bei ihr. Ja, könnte man vielleicht so sagen. Das ist immer ganz, ich glaube das auch, ich glaube das schon, aber ich bin mir natürlich nicht sicher, weil ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll. Also es gibt ja Demenz, ist ja ein Riesenthema und also für mich ist irgendwann klar geworden, dass ich glaube, dass es mir genauso gehen würde mit meiner Mutter wie dir mit deiner, weil ich festgestellt habe, es war ähnlich auch mit den Vorwürfen und dem Schwierigsein. Ich habe eine lange Zeit gebraucht, weil der Schmerz so groß war und immer noch ist, aber ich bin relativ davon überzeugt, dass wenn sie nicht dement geworden wäre, wir heute nicht miteinander reden würden, weil mir klar geworden ist, dass alles, was ich mit ihr in der Tiefe besprechen möchte, ist wie Stacheldraht am offenen Herzen ihrer Wunden so. Das ist mir klar geworden, dass ich, wenn immer ich darüber rede, was mir Schmerzen bereitet und was für mich schwierig ist und wo ich wütend bin auf sie, so scheiß wütend auf sie, dass das in ihr grauenvolle Schmerzen hervorruft. Denn sie war ja, wie sie war mit mir und ich bin ja aus dem Grunde nicht gesehen worden, weil sie schlimme Schmerzen erleben musste und schlimme Schläge und Schicksalsschläge in ihrem Leben hinnehmen musste, wie zum Beispiel mit 13 ihre Galionsfigur in ihrem Leben zu verlieren. Ja, dass ihr Vater hat sich umgebracht, also mein Opa. Und das war ihre, mit dem hatte sie eine Verbindung. Und natürlich der Krieg und die Flucht. Und diese ganzen Entwurzelungsgeschichten. Und sie wurde ja in den Krieg hineingeboren, also 37 geboren, 39 geflüchtet mit zwei über die, Ah, das heißt, deine Mutter hat den Krieg noch als er hat Kleinstkind alles, miterlebt. ja, er hat alles miterlebt. Er hat alles mit jeder Zelle irgendwie aufsaugen müssen. Und dementsprechend natürlich auch die Eltern gehabt, die überhaupt keinen Platz hatten, so ein kleines Mädchen überhaupt wahrzunehmen. Und daraus heraus hat sie sich eben sehr kraftvoll auch und sehr stark entwickelt zu einem Menschen, der wirklich die Dinge tut und tun kann, die sie gemacht hat. Sie war Lehrerin und hat alles alleine gestemmt, hat ihre Mutter dann gepflegt, bis die gestorben ist und hat mich alleinerziehend groß gezogen und hatte viel Kraft und aber eben wenig Verbindung zu ihren Gefühlen innen drin und zu dem, was für mich so, so wichtig ist. Und ich habe das öfter mal auch so gesagt, ich hatte ein 13-jähriges Mädchen als meine Mutter.
Weil da Das ist ist sie spannend. emotional, glaube ich, stehen geblieben. So, ja. Da kann man sich ja vorstellen, wie viel Zuneigung und Aufmerksamkeit eine Pubertierende letztendlich emotional einem Kind geben kann. Weil sie hat sich gekümmert. Ich bin nicht vernachlässigt Ja. worden. Sie war da. Es gab eine Sicherheit im Sein, im Leben. Ja. Aber emotional eben nie. Ja. Also so habe ich für mein Buch angefangen zu recherchieren und bin da auf so viele wichtige Dinge für mich selber gestoßen, weil ich geguckt habe, gerade nach Mutter-Sohn-Beziehung und nach narzisstischen Eltern. Und als ich angefangen habe, das zu lesen, da sind bei mir wahnsinnig viele Pappwände, Theaterwände in meinem Inneren umgefallen, weil ich so dachte, ach so, ich dachte immer, ich bin so und so. Aber das stimmt gar nicht, weil das alles eine Folge ist von dem und dem. Und das ist ein Prozess, der auch immer noch anhält. Aber das war wirklich jetzt über die letzten 2 Jahre sogar oder letzten 3 Jahre etwas, was mich zutiefst beschäftigt hat. Also auch traumatherapiemäßig und Peter A. Levine und Somatic Experiencing und all diese Dinge, die eine große Rolle in meinem Leben spielen. Das habe ich halt alleine gemacht. Und ganz ehrlich, ich glaube, so ist mein Gefühl und natürlich ist es auch, liegt es auch in der Natur von uns Menschen, uns die Dinge zurechtzurücken, aus purer Überlebenslust? Glaube ich, dass es gut war, so. Ich habe das am Anfang, als sie krank wurde und der große Schreck sich gelegt hat, so empfunden, dass ich dachte, okay, sie macht mir Platz für meine eigene Entwicklung. Heute muss ich sagen, das ist wahr. Ich konnte diese Dinge nicht mehr weiterführen, wie wir sie hier weitergeführt hätten. Einmal haben wir uns gestritten am Tisch, als wir essen waren. Und ich habe gesagt, so, und jetzt gehe ich, weil meine Mutter angefangen hat zu heulen. Ne? Und ich gesagt, ey, vergiss es. Ich habe keinen Bock mehr. Ich stehe auf und gehe. Und da hat mein Stiefvater so krass emotional reagiert. Er sagt, bitte, der Roman, ne? So hat meine Mama mich immer, Roman, bitte bleib hier. Und ich dachte, was ist da denn los? So war der noch nie. Der hat mich wirklich gebeten, inständig nicht zu gehen. Und ich hatte aber genauso, wie du es erzählst, die Nase voll. Und das war also der Beginn von etwas, was dann in unserem Fall eben nicht so weitergegangen ist, weil sie eben weggegangen ist. So. Demenz ist spannend. Also was heißt spannend? Aber es ist wirklich ein interessantes Phänomen, so wie ich mich jetzt damit beschäftigt habe, du sicherlich intensiver, weil du hast natürlich damit jetzt in deiner Familie zu tun, dass das auch in der letzten Zeit sehr, sehr viel häufiger auftritt, als es noch vor 10, 20, 30 Jahren erst recht der Fall war. Ne? Also Wenn Menschen auch älter werden, das darf man eben auch nicht vergessen, ne? ist es so? Also ja, es ist statistisch, glaube ich, gesehen so, dass eben Menschen älter werden und deshalb auch statistisch gesehen Demenz viel eher auftritt. Habe ich mal, also bei meinem Research so gefunden. Klar, es gibt auch jüngere Menschen, es gibt auch, weiß nicht, sogar jüngere als ich Menschen, die Ja. Also weil ich jung jetzt im Vergleich, ne, weil ich finde, ich bin 53 und da fühle ich mich im Vergleich zu einem 70-jährigen Menschen natürlich noch jung, aber noch jünger sozusagen, mit 41 oder so, wo das passieren kann, so Dinge. Und es ist einfach, es ist, glaube ich, für auch unterschiedlicherweise ist es für die Menschen, die betroffen sind davon, schlimm, unterschiedlich schlimm, glaube ich. Aber vor allen Dingen für die zurückbleiben sozusagen, es ist grauenvoll. Also für meinen Stiefvater grauenvoll. Die Frau, mit der er dann doch noch glücklich wurde, weil es war seine zweite Frau, die haben sich sehr spät gefunden, die haben mit 40 jetzt geheiratet, ist verschwunden. So. Und er füttert sie täglich und geht immer hin. Und es ist krass. Es ist nicht auszuhalten. Oder kaum auszuhalten, sagen wir mal so. Jeder findet eben seinen Weg, wie er damit umgeht. Aber ich glaube, ich hatte ehrlich gesagt noch ein bisschen Glück, insofern, als dass meine Mutter sich nicht lange gewehrt hat. Ich hatte eine relativ kurze Zeit von aufstampfenden Wutanfällen in Umkleidekabinen, wo ich auf einmal das 13-jährige Mädchen sehen durfte. Das war aber nicht lange. Ich glaube, sie hat ziemlich schnell gesagt, so, tschüss. Und dann war sie halt woanders, wo ich sie auch immer wieder besuchen konnte. Also es gab immer wieder Momente, wo ich dachte, hey, warte mal,
Da ist ja noch sehr, sehr jemand anwesend, auch stumm. Nicht nur im Unterhalten, sondern auch in der Wahrnehmung von etwas, von ihrer Seele. Ich habe da viele Sachen erlebt, da will ich gar nicht so ausführen, aber ja, es ist komplex. Und vor allen Dingen, und ich glaube, das ist immer wieder ganz wichtig, überhaupt nicht zu verallgemeinern. Jeder hat so individuelle Dinge damit zu tun. Jedem geht's individuell so krass damit. Und ich sehe ja viele Demenzkranke in dieser Demenzwohngruppe, wo sie auch ist schon so lange. Und da sind also kaum noch welche übrig, auch weil so lange, 14 Jahre, ist einfach eine wahnsinnig lange Zeit. Und ja, es ist sehr individuell und auf jeden Fall schmerzhaft. Das ist interessant, was du sagst, dieses 13-jährige Mädchen. Ne? Also, was ich weiß, im Gegensatz zu meinem Vater, über den ich ja in der letzten Folge viel erzählt habe, meine Mutter ist wahrscheinlich, also sie, nichts, was sie gemacht hat, als wir Kinder waren, als wir klein waren, war aus einer Boshaftigkeit heraus. Also meine Mutter hat immer versucht, das glaube ich wirklich aus tiefstem Herzen, ihr Bestes zu geben. Aber dadurch, dass natürlich da nicht viel Reifung passieren konnte aufgrund fehlender Ausbildung und dann irgendwie auch sehr manipulativer Mutter, was meine Großmutter ja war, die sie wirklich sehr sozusagen im Griff hat und auch die Geschwister immer gegeneinander ausgespielt hat. Meine Mutter ist da ganz, ganz schnell an Grenzen gekommen. Ne? Und ich hatte ich glaube, in der zweiten oder dritten Folge, als wir gesprochen haben, ja auch mal gesagt, und das ist mir ganz, das weiß ich noch ganz genau, ich habe irgendwann da war ich noch nicht in der Pubertät, habe ich gesagt, ich muss wirklich aufpassen und ganz klar bleiben, ich muss irgendwie schnell erwachsen werden, hier rauskommen, weil ich will nie so werden wie meine Mutter und mein Stiefvater. Das, also wirklich so, weil dann werde ich mein Leben lang unglücklich. Und das habe ich damals schon gesehen, weil ich hab gesehen, okay, so, wenn ich so fest bin und so wenig bereit bin, auch bei mir zu gucken, wo besteht Heilungsbedarf und Reifungsbedarf, und dann gehe ich vor die Hunde, dann werde ich ein lebender Toter. Also ich nenne das immer liebevoll Zombie. Ja, also so. Na, dissoziiert. Ja, dissoziiert, ja. Genau. Ein Leben, also das ist für mich, das soll auch gar nicht böse gemeint sein, aber wir waren jetzt gerade ein paar Tage an der Küste, weil ich gerade echt eine krasse Sache erlebt habe und ich einfach mal raus musste. Wir waren in Warnemünde und ich habe so um mich geguckt. Es war natürlich jetzt gerade Hochsaison und so eine Sommerende und so. Es waren ein paar schöne Tage. Die Leute waren alle an der Küste und ich habe so viele Menschen gesehen, so 60 plus, alle in dieser Einheitskluft, alle in diesem, also nichts Individuelles, also wir sind ja hier in Berlin so verwöhnt, auch von vielen Freaks und sowas, aber dass es so unterschiedliche Menschen gibt, ja, also wo natürlich auch viele irgendwie abgeschaltet haben innerlich, aber auch viele, die wach sind, ja, und das gab es da so fast gar nicht, und ja, auch alle so mit so leeren Blicken, so resignierte, leere Blicke. Wir haben so, wenn wir essen waren, haben wir dann mal so ein bisschen so uns die Pärchen so angeguckt, ne, so, nee, also, die da mit so saßen und sowas. Und ja, so die Generation meiner Eltern, und entweder beide mit Handy, so einfach auf ihr Handy geguckt, oder wirklich so aneinander, leer aneinander, so wie so, wenn man so glasige Augen kriegt und irgendwie so ein bisschen so abdriftet, so aneinander vorbeigucken. Null Connection, so, ne? Und gesagt, das ist echt die Generation auch, ne? Und da ist ganz viel, ist interessant, dass du das sagst, dieses Dissoziiertsein von sich selber und auch nicht wissen, wie da rankommen. Und als meine Eltern jünger waren, also da gab es auch noch nicht so die Möglichkeit, also man ging zum Heilpraktiker, das gab es bei uns auf dem Dorf gar nicht. Also ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt sowas gab wie eine alternative Psychotherapie zum Beispiel. Also die Psychotherapie war verpönt, weil man war ja nicht bekloppt, man geht ja nicht zum Seelenklempner. Ja. Und jetzt ist irgendwie der Zug abgefahren, die Leute machen das nicht mehr. Oder sie nehmen irgendwelche Medikamente,
um irgendwie ihr System einigermaßen im Gleichgewicht zu halten, also sowohl psychisch als auch körperlich. Also ich glaube ja zum Beispiel auch so, dass so körperliche Symptome wie Bluthochdruck und was, Herzrhythmusstörung und sowas, dass das ja alles, es ist ja alles miteinander verbunden, dass der Körper versucht ja eigentlich nur Signale zu geben. Ne? Und das wird irgendwie versucht, einigermaßen, dass man den Tag übersteht. Und dann geht es so, ja, und das macht dann so diesen leeren Blick. Das hat mich, ja, hat mich angefasst und auch traurig gemacht. Ne? Und habe gesagt, boah, okay, ey, Beat, ne? Also zu meinem Mann, wir müssen echt gucken, dass wir wach bleiben, so, ne? So. Und es ist vielleicht unsere Ja. Generation jetzt so die dritte Generation nach dem Krieg, nach den heftigen Traumata, die da passiert sind, sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg, die wirklich die Chance haben, dadurch, dass wir an Informationen kommen, dass wir wirklich an Informationen kommen, ne? Und nicht erst irgendwie die Bücher noch geschrieben werden müssen über diese ganzen Themen, und auch das Internet und so, dass wir vielleicht irgendwie die Chance haben, da alte Wunden zu heilen, die eben auch epigenetisch, wie du das gesagt hast, also systemisch in unseren Familiensystemen, einfach ganz massiv schwingen und da noch für Leid sorgen. Ich bin an der Stelle, das stimmt. Ich glaube auch, dass das auch damit zu tun hat, dass wir uns, wie wenn man jetzt zum Beispiel den Stein in einer, also bei einer ruhigen Seeoberfläche, der Stein, ja, der reingeschmissen wird und die Wellen, die sich entfernen, sind wir halt von dem großen Schock ein wenig weiter entfernt. Und die Schwingung ist sanfter und nicht mehr so krass, wie unsere Eltern es erlebt haben und unsere Urgro also unsere Großeltern. Und ich bin, und das tut mir gut an der Stelle, oft auch dankbar für die Möglichkeit in mir drin, so offen zu sein, mir Dinge anzugucken und die Freiheit im Kopf und auch im Herzen zu haben, mich mir zuzuwenden. Weil auch das ist ein Resultat dessen, wie ich groß geworden bin und so sehr ich damit auch hadere und so gruselig das auch war, bin ich dann trotzdem irgendwie an der Stelle, wo ich anfange, stolz auf mich selber sein zu können für die geleistete Pionierarbeit, auch stolz auf den Grundstock dessen, was meine Ahnen gelegt haben, im Sinne von, sie haben es überlebt. Sie sind hier gewesen und haben mir eine Startbahn gegeben und ich bin geboren worden und ich lebe. Das kriegst du Und hin, das ist ja? für mich, Das kriegst du hin, das da ist etwas, was mir wertschätzen und neuerdings, dankbar drauf zu schauen, weil es neuerdings, fällt mir immer noch neuerdings. schwer. Und gerade jetzt, Ja. wo diese alten Sachen natürlich durch das Buch schreiben und so, ne, also ich bin immer noch da Ja. wirklich in den ersten 7 Jahren meines Lebens. Ja. Alter, also ich bin so Ja, ist ein wütend, ich Weg. weiß nicht Ja, wohin ist mit ein Weg. meiner Wut, Naja, weißt du, mit richtig. meiner Wut irgendwie, was da eigentlich mit mir passiert ist und, Ja. weil es immer noch Auswirkungen auf meinen Alltag hat. Ja. Also dieses Nicht-Dazugehören, was ich ja auch schon thematisiert habe in unseren vorherigen Gesprächen, also nicht zur Familie und das schwarze Schaf zu sein und auch wirklich räumlich zwischendurch getrennt zu sein, ne, indem ich nicht in der Wohnung mitgewohnt habe, sondern unten im Keller mein Kinderzimmer hatte, irgendwie mit Ja. 12, 13, 14 und so. Wenn ich bin gerade in so einer Situation, wo ich eigentlich in einem, man nennt das so Familie, ne, mein Business, so das also die Synchronfamilie. Und da ist jetzt gerade sowas passiert, wo ich irgendwie plötzlich irgendwie mit drin bin. Und was meine Angst ist, ich gehöre nicht mehr dazu. Die Leute sehen nicht, was da wirklich gerade passiert und glauben irgendwie irgendwelchem Zeug, was da über mich erzählt wird, was wirklich nicht stimmt. Ganz krasse Geschichte hat was mit Impfen, mit Impfgegnern und so zu tun, wo jemand gerade Ah ja, wirklich auf mich okay. steil geht. Und Das war das, wo du sagst, jetzt gerade was Krasses passiert. Das war das? genau, und Okay. ne, das ist alles etwas, wo man sagt, ja komm, pff,
Das ist zwar jetzt ärgerlich, aber was es bei mir macht, und das ist mir, es ist mir wirklich was klar geworden, weil das zieht sich durch mein Leben. Immer wenn ich mich irgendwo heimisch gefühlt habe, ob das letztes Jahr bis zum letzten Jahr noch mein schamanischer Kreis war, ob das vor jetzt mittlerweile über 10 Jahren meine buddhistische Gemeinschaft war, ob das im Theater, mein erstes Engagement im Theater war, irgendwann gab es immer den Punkt, wo ich selber sozusagen das Gefühl hatte, ich werde hier ausgestoßen. Ob das nur wirklich so ist oder nicht, ja, auch jetzt gerade ganz aktuell, jeder sagt mir, Sven, du musst dir gar keinen Kopf machen, ey, du bist ein guter Sprecher, du musst, ne, du bist hier absolut im Recht und das ist absolut nachvollziehbar, dass du dich jetzt so verhältst, wie du dich verhältst, du musst eine klare Ansage und Grenze ziehen, aber was bei mir passiert, ich werde dieser kleine 12-jährige Junge, der einfach nicht dazugehört und egal was ist, egal ob ich was sage, dass mein Lehrer mich gerade irgendwie in der Schule jeden Tag misshandelt und irgendwie was weiß ich, mich da Psychoterror auf mich ausübt, ich werde nicht gehört. Ich bin draußen, ich bin gefangen. Und das finde ich so krass, dass das mit 50 dann immer noch wirkt, diese Urwunden, die wir und die ja nicht durch meine Eltern entstanden sind, die sind ja vorher entstanden, ja, wenn ich mir so mal das Leben meines Vaters angucke oder wenn ich mir auch sozusagen die Generation der Eltern meiner Mutter angucke und was da passiert ist mit Flucht und Vertreibung und alles, ne? Und das, boah. Du hast erzählt, du machst systemische Aufstellung, um das zu heilen. Also unter anderem. Ja, es war, also ich glaube, mit Aufstellungsarbeit hat vieles angefangen für mich, vor allen Dingen erstmal dabei zu sein und mir das anzugucken. Bei Andreas übrigens, ne? Krüger. Den habe ich ja auch sehr, sehr viel gelernt. Ich habe ja die Ikonen der Seele lange mit ihm gemacht. Genau. Auch. Und da war, das war das Erste, wo ich das erste Mal so einen Riesenraum sehen durfte. Achso, für alle, die das jetzt nicht wissen, Andreas Krüger ist damit gemeint, ne? Der Leiter der Samuel-Hahnemann-Schule. Genau. Der eben systemische Aufstellung macht, die sich Ikonenarbeit nennt. Das war für mich unglaublich erhellend, zu sehen, wie sehr jeder seine Geschichte hat und wie krass intensiv so ein Familiensystem ist. Und dann habe ich das lange als Participant, also Mitmacher, als Stellvertreter auch mitgemacht und habe das dann irgendwann bei meinem Heilpraktiker gelernt und habe dann irgendwann auch jetzt, gerade wo wir nicht arbeiten konnten, eine große Pause davon genommen und bin in andere eigene Abgründe hinabgestiegen und habe mir eben diese Traumaarbeit angesehen und habe angefangen, auch mir Therapeuten zu suchen, die mit dieser Methode, mit Somatic Experiencing arbeiten. Und das hat nochmal ein ganz anderer Weg, ein unfassbar erstaunlicher Weg, wo nur ich bin und wo nur das etwas macht oder zu sagen hat, was mein Körper macht. Also die alles in meinem Körper gespeicherte, was so viel ist, was schon bei der Atemarbeit immer spürbar bis zur Geburt geht. Deswegen, ich komme aus einem Bereich, der Rebirthing genannt wird, weil immer denke, Rückführung, habe ich auch immer gedacht. Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Ganz körperlich ist es so, dass durch die Atmung du an die Dinge kommst, emotional, als sie das erste Mal passiert sind. Und das passiert, ehrlich gesagt, glaube ich, seit... Ich kann mich an Sachen erinnern, die noch während meiner Zeit im Bauch meiner Mutter stattgefunden haben. Es hat mich doll gequält. Ich habe, während ich 12, 13, 14 war, Albträume gehabt, dass ich in einem Kellergewölbe, einem Labyrinth mich rumrenne und versuche rauszukommen und es nicht schaffe. Alles ist feucht und warm und schlimm und beengt und ich muss raus hier und ich finde den Ausgang nicht. Dann irgendwann immer wieder mal habe ich den Ausgang gefunden, denkst du, da ist, da. Und dann denke ich, was? Es war ganz klein, ein winziges Loch. Und ich denke, wie kann das denn der Ausgang sein? Wie soll ich da raus? Und wie bin ich vor allen Dingen hier reingekommen? So Träume. Also das war so absurd, wirklich. Das war so krass. Während du diese Rebirthing gemacht hast, oder wie? Nee, das war, als ich noch gar nichts gemacht habe in meiner Pubertät. Ach so. Albträume, ganz grauenvoll, immer wieder auftauchend, wo ich also fast Todesangst hatte. Und dann, als ich später Rebirthing gemacht habe und dann später was davon gelernt, also auch über Geburt gelernt habe, über Geburten und über das, was unsere Geburt macht mit uns, und unserer Beziehung zu unserer Mutter zum Beispiel auch,
Da ist mir klar geworden, ey, Wahnsinn, ich habe meine schlimme Geburt geträumt, immer und immer wieder. Und diese Panik hatte ich. Ich bin nicht rausgekommen. Ich bin nicht, ich, die Fruchtblase ist geplatzt, meiner Mutter, das ganze Wasser, was es sonst Schub gibt, war weg. Und ich musste mich da so rausquetschen zwischen ihren Beckenknochen, dass sich mein Gesicht verschoben hat. Was man manchmal heute immer noch sieht, wo dann Leute auf mich zukommen und sagen, oh nein, hast du Zahnschmerzen? Und ich dann immer sage, ja, weil ich das einfach nicht mehr erzählen will die ganze Zeit. Aber es du war hast ein sehr schönes Gesicht, Roman, wenn ich dich jetzt hier so sehe. Danke dir. Aber es ist wirklich so krass, also zu bemerken, was wir alles bemerken, auch in unserem Unterbewusstsein. Also was du durch dein Leben trägst, ohne dass du darüber bewusst bist, dass es dein Leben beeinflusst. Manchmal gut, manchmal so, wie du es nicht möchtest. Und deswegen finde ich so, egal welche Arbeit wir finden, finde ich es so toll, die Möglichkeit zu haben, mehr zu erfahren und tiefer zu tauchen. Und das ist mir mit zum Beispiel meinem eigenen Research zum Buch und jetzt der Arbeit, die ich mit zwei Therapeuten gemacht habe, mit diesem Somatic Experiencing, gelungen. Da tauche ich sehr tief in mich hinein. Magst du mal kurz erklären? Ja, Entschuldigung. Ja, klar, gerne. Magst du mal erklären für die Leute, also weil es sagt mir auch Somatik, also somatisch natürlich körperliche Erscheinungsformen. Und Erfahrungen. Also, dass du es erfährst und zwar. Also bei der Traumaarbeit geht man zum Beispiel davon aus, wenn dir was Traumatisches passiert ist, wie zum Beispiel du wurdest angegriffen und dann sind so die Dinge, du rennst entweder weg oder du greifst zurück an oder du fällst halt in Ohnmacht. Die drei Möglichkeiten hat der Körper und dein Nervensystem zu reagieren. Und wenn das passiert ist und du konntest das alles nicht tun, weil es ein unterbrochener Cycle war, weil es irgendwie nicht ging, dass du irgendeine Reaktion durchlassen konntest, dann bleibt dieser angebrochene Kreislauf in dir ständig erhalten. Das heißt also praktisch die Kraft, die mobilisiert worden ist, zum Beispiel, um wegzurennen, und du hast es nicht gekonnt, oder weil als Kind ging es nicht, weil du festgehalten wurdest oder so. Und das wird immer wieder neu aktiviert bis zu dem Moment, in dem du diesen Kreislauf vollziehen kannst, wo du den Raum bekommst, deinen Körper spüren zu lassen, wie das wäre, wenn es weiter, wenn die Kraft hätte wirken können, oder aber du hast die Möglichkeit, einfach Bewegungen zu machen, deinen Körper in Stellungen zu bringen, die nochmal nicht das Erlebnis hochholen, aber die Energie, die in deinem Körper gespeichert ist. Es geht dabei wirklich auch unbedingt nicht darum, nochmal zu erleben, was du erlebt hast. Nein, es geht darum, die körperliche Stellung, das Körperliche, was in dir vorgegangen ist, abzuholen und dadurch zu befreien. Und das ist so unglaublich, was da passiert in diesen Momenten, wo du den. Da, für mich ist es ja so, ist ja auch schwierig, einen Therapeuten zu finden. Welcher ist denn richtig, was und wie wähle ich den? Alter, ich war das ist irgendwann total so, schwer. Ich, total schwer, ne? Und ich hab irgendwann gedacht, also ehrlich gesagt. Ja, so, ich habe gedacht, okay, das ist das System, was mich schon beim, ich habe mir das als Hörbücher angehört, ja, die beiden Bücher, die es von ihm gibt, oder es gibt, glaube ich, mehr, aber zwei Bücher von Peter A. Levine habe ich mir angehört. Oh, Levine, das ist ja einer der, hat, ja, okay. Es hat mir so viel gebracht, also im Auto, ich habe geweint, geschrien. Das war auch wieder so ein Moment, wo ich gemerkt habe, alles, was ich über mich gedacht habe, ist Blödsinn, weil es sind alles Folgen von etwas. Und es war so gut, es hat so gut getan. Und da sind auch wieder in mir diese ganzen Pappmaché-Wände zusammen. Und auf einmal war da so eine Riesenhalle, wo ich dachte, in mir, ne? Wer bin ich? Ne, da war so viel Platz in drin, was ja auch erstmal beängstigt. Und dann, nachdem ich mir die paar Mal angehört hatte, die Bücher und weitergelesen habe und so, wusste ich, ich bin jetzt soweit, ich möchte jetzt mit dem System arbeiten und habe im Internet nachgeguckt, wer diese Methode in meiner Nähe macht, und habe zwei Menschen gefunden, einen Mann, eine Frau. Ich wollte beides mal ausprobieren und die waren beide genau richtig.
Genau richtig für mich. Wahnsinn. Also auch, weil ich aber offen war dafür. Ich habe doch, natürlich habe ich gemerkt, auch wie ich dann zum Beispiel bei ihm gegenüber gesessen habe und so dachte, naja, der Mann. Und da war ich aber durch diese Entwicklung in mir drin so weit, dass ich sage, du, warte mal kurz, sei mal kurz ruhig jetzt hier. Ja? Lass mal gucken, was passiert denn hier gerade? Und deswegen erzähle ich das jetzt überhaupt, was passiert ist, dass diese Menschen, die vor dir sitzen, einen Raum öffnen, in dem du sein darfst, in dem du sein kannst, in dem du fühlen darfst, egal was. Und diese Räume haben beide geöffnet und öffnen sie immer wieder. Bei dem Mann hatte ich 5 Sessions und danach wussten beide, okay, das ist der Weg, den wir gemeinsam gehen können. Bis hierher, alles klar, mal gucken. Und bei ihr bin ich immer noch, und das ist so einmal in einem Monat oder einmal in 6 Wochen oder irgendwie so. Und es ist jedes Mal toll und jedes Mal gut, weil irgendwas körperlich, ist keine Analyse. Es ist bei mir wirklich dieses, wie, was ist wo gespeichert, in welcher Bewegung in mir drin, in welchen Teilen meines Selbst ist was Ja. abgelegt. Und das bringt so viel Freiheit und so viel. Das ist interessant, was du sagst. Also, das heißt, du bist da hingegangen, weil du auch ein körperliches Symptom hast. Ich frage aus dem Grund, weil ich ja, also ich habe so eine chronische Sache mit meinem Fuß, interessanterweise Ja. linksseitig. Und seit Ja. letztem Jahr, seitdem ich diese Geschichte mit diesem, wo ich da aus meinem Heilerkreis so ausgestiegen bin, wo ich mich halt wirklich auch Ja. verstoßen gefühlt habe und wirklich sozusagen gesteinigt gefühlt habe, weil ich es gewagt habe, kein Impfgegner zu sein, sondern zu sagen, lass uns verantwortungsvoll miteinander umgehen und jetzt erstmal eine Maske tragen und so, ne? Habe ich halt einfach wirklich hier in der Herzgegend, also im Rücken hinten, wirklich eine Geschichte, die mich umbringt. Ich drehe durch, weil da ist ein Stich drin, der sich nicht lösen lässt. Das heißt, du bist wegen eines körperlichen Symptoms dahingegangen oder weshalb? Ich bin tatsächlich wegen keines körperlichen Symptoms hingegangen. Ich bin da hingegangen, weil ich wusste in mir drin, ich hatte einen Streit mit Norman, was wir wirklich selten haben, aber ich hatte einen Streit. Und da habe ich am Frühstückstisch habe ich gesagt, ich schaffe das aber nicht alleine. Und habe mir zugehört und habe gedacht, oh, Moment, das stimmt. Dann hol dir doch Und da Hilfe. war der Punkt, wo ich wusste, jetzt gucke ich nach. Ich suche jetzt. Ich guck mal hin, wo ich guck mal, wo ich hingehen kann. Und da habe ich die beiden gefunden. Und es war also so richtig und Wow. so toll. Ist es bis heute. Und diese Unterstützung und diese, also was sich da öffnet, das ist ganz wunderbar. Nur um den Kreisbogen kurz zu schließen, weil du hast mich das nach der Aufstellungsarbeit gefragt. Ich finde Aufstellungsarbeit toll. Aber ich finde auch super intensiv und gut, auf andere Arten in sich hineinzutauchen und dann vielleicht wieder zurückzukehren, so wie gestern, als wir Aufstellungsarbeit gemacht haben und ganz tief wieder angekommen sind an einer Stelle, die auch wichtig ist. Also ich finde, immer sich nehmen zu können oder Dinge zu tun, die gut sind von etwas so und dann weiter zu gucken und auch zu schauen, okay, was gibt's denn noch? Lass mal nochmal gucken. Das finde ich toll, ehrlich gesagt, Diversität da Also in dem deswegen, das finde ich Zusammenhang. das spannend, dass ich mir, ne, meine rechte Seite, so meine ganze rechte Körperseite, da ist nichts, da bin ich irgendwie flexibel, und aber meine linke Seite, also die ja auch sozusagen die weibliche Seite ist, ne, die Anima und so, die, wo wir wieder beim Thema Mütter sind und der weibliche Einfluss, da ist irgendwas gespeichert, da ist irgendwas blockiert, was auch mit meiner Mama gar nichts zu tun hat, ja. Also das ist einfach, sie ist sozusagen dann irgendwie ein Trigger, mit dem ich einfach, weil es nicht geheilt ist, dann sozusagen so du, diese Energie hochkommt, dann aber gestaut ist und sich dann im Körper dann festsetzt, ne? Und deswegen bin ich gerade ganz hellhörig, wenn du von so einer Möglichkeit erzählst. Vielleicht, weißt du, was toll wäre, auch für die Leute, die jetzt zuhören, die neugierig sind auf diese Art, dass wir vielleicht dann unten posten, einmal die Bücher, diese von dem Levine, also wenn du Ja, da ein, zwei super. hast, ja, dass die Leute sich das angucken können und besorgen können. Und vielleicht, wenn sie wirklich Interesse haben an Therapeuten oder sowas, dass sie dich direkt antickern können. Also du bist ja Ja, überall erreichbar oder wunderbar. so, ja. Also Super das, weil gerne. mich interessiert es gerade sehr, da weiterzukommen, ne? Und
ich merke gerade, okay, ich komme im direkten Austausch, im Heilungsprozess mit meiner Mama gerade nicht weiter und ich möchte sie auch nicht belasten, weil sie ist natürlich, die hat auch eine Scheißzeit, weißt du? Und sie versteht auch nicht, was da immer wieder passiert, noch viel, viel weniger als ich. Aber was ich verstanden habe, ist, jetzt nach 30 Jahren, ich habe ja auch immer durch meine buddhistische Praxis gedacht, da hieß es immer, du sollst deine Eltern ehren und so. Ja, mache ich ja auch, ja klar, weil ohne die wäre ich nicht hier. Aber ich bin nicht verantwortlich dafür, dass meine Mama gesund werden kann. Mhm. Und für ihre Themen, das kann ich gar nicht. Ja, weil dafür sind wir viel zu eng und viel zu sehr miteinander karmisch verbunden. Ich habe immer gedacht, ich müsste ihr erklären, was los ist. Ja, ich komme nicht sie ran. Es geht nicht. Genau. Und das macht keinen Sinn. Und ich muss das befrieden für mich. Und ich kann sie nicht immer wieder sozusagen dafür verantwortlich machen oder irgendwie sie angreifen oder rummeckern oder irgendwie mich aufregen und sie dann wieder verletzen, weil Mann, ich meine, die hat auch genug Scheiße gefressen in ihrem Leben. Das hat sie. Ja, und du bist, das ist auch ganz wichtig, das ist aus der Aufstellungsarbeit, das liebe ich sehr. Du bist der Kleine. Ja. Sie ist die Große. Das ist so. Ich habe in meinem größten Wahn die letzten 30 Jahre immer gedacht, ich müsste ihr irgendwie erklären, um was es geht. Es funktioniert nicht. Da geht sofort ein Riegel zu, wenn ich dann. Weil es nicht funktionieren kann. Weil das auch, also nach meiner Erfahrung jedenfalls, ist anmaßend. Und das ist auch Menschen. Was meinst du denn da? Was meinst du? Ich komme zum Beispiel aus so einem Ding, dass ich wüsste oder ich weiß schon, wie das und ich möchte. Das ging mir auch mit meiner Mama immer so. Weil ich dachte, ich bin die Weiterentwicklung und ich kann ihr das doch zeigen und erklären und erzählen. Bis mir klar wurde, was weiß ich denn, was in der vor sich geht? Ich weiß das doch gar nicht. Ja. Das ist doch ihre Geschichte. Ich habe meine, sie hat ihre. Und nur im Familienzusammenhang ist es so, dass die Eltern unbedingt auch die Großen sein müssen, wenn das Kind sich erhöht und denkt, es müsse der Mutter helfen oder Dinge erklären, dann verdreht sich alles und dann schnappt automatisch etwas zu, was eben nicht geht, weil die Verbindung geht nicht so lang. Das ist ganz schwierig zu erklären. Das ist wie so eine innere Ordnung. Ja. Also als würde meinetwegen, wie ist das, als würde, warte, ich hatte irgendwas mit Wasser gerade. Als würde der Riesenfluss versuchen, in den kleinen Kanal reinzufließen. So, das ist aber Quatsch, weil der kleine Kanal in den großen reinfließt. Also es hat so eine Ordnung, so eine innere Ordnung, wo auch ein Kind, was eben viel zu viel Verantwortung tragen musste für ein nicht erwachsen gewordenes Elternteil, denkt, es müsse oder sogar es könne. Und das ist ein Trugschluss. Das war bei meiner ersten Atem-Session so, da habe ich das erstmal begriffen. Was? So viel Kraft hat meine Mutter? Die ist ja viel stärker als ich. Wieso muss ich die denn retten? Das kann ich gar nicht. Ich will auch gar nicht. Ich bin hier schwach, nicht die. Krass. Hätte ich nie gedacht. Und es war für mich wie eine Eröffnung. Also ein Schock auch geradezu bei dieser Atem-Session, weil ich immer umgekehrt empfunden hatte. Aber es ist nicht wahr. Nein, nein. Ja. Jeder hat sein Leben und hat seine Verantwortungen für die Dinge, die er begreift oder nicht begreift. Ja. Und das zählt aber dann eben auch für mich, weil ich bin in diesem meine Mutter retten wollen, immer vor mir selber weggerannt und habe gar keine Verantwortung für das, was ich eigentlich bin, übernommen. Weil ich immer da drüben gehangen habe mit meiner Wahrnehmung und meinem und da muss man und dann hat man und dann ist bei der und da möchte ich noch und da sollte man. Und schlechtes meinte, Gewissen oh. auch schlechtes Gewissen. Jetzt bin ich daran schuld, dass es meiner Mutter schlecht geht, weil ich versucht habe, einfach ganz klar mal zu sagen, wie ich das empfinde oder was hier gerade passiert ist. Ne? Ja, ja. Und da greifen natürlich ihre Muster, ihre Verteidigungsmuster, ne? Und irgendwie immer so, ja, bloß nicht bei sich selber gucken, sondern immer schön irgendwie, ja, du bist schwierig und ach, es ist, ne, und ich will darüber nichts mehr hören. Sie hat mir vor 30 Jahren mal, als wir schon mal so einen Konflikt hatten, hat sie mir mal irgendwie so wirklich nur so irgendwas zugeschickt, was mir gehörte, weil ich habe gesagt, ich will mit dir nichts zu tun und ich hatte schon mal über Jahre mit ihr nichts zu tun, ne? Weil ich gesagt, es geht nicht mehr. Ich entweder du lässt dich auch auf mein Leben ein oder ich kann nicht immer nur irgendwie mich in deine Welt hineinlassen und irgendwie alles, was mich ausmacht, irgendwie außen vor lassen, weil es dir unangenehm ist, weil dann was sollen die Nachbarn sagen, wenn du deinen schwulen Sohn hast oder was weiß ich, ja? Und dann schrieb sie nur so, dass du diejenigen, die dich am meisten lieb haben, immer so verletzen musst. Oh, mehr nicht. Gott. Weißt du, so, wo ich denke, und sowas kommt dann bei ihr, weil sie natürlich auch zutiefst verletzt ist, ja, und auch jetzt wieder dieses, dass
dass ich so schwierig sein. Und dann bin ich richtig ausgerastet, weil sie hat einen neuen Freund seit 2 Jahren. Der rief mich dann 3, 4 Tage später an. Ich war in der U-Bahn gerade und fing dann an, du pass mal auf, Sven, ich muss jetzt mal mit dir reden. Also ich finde, da hast du ja wirklich überreagiert. Du kannst dir nicht vorstellen, was da für eine Energie in mir rausgegangen ist. Ich habe den angebrüllt. Ich habe, und ich kann laut brüllen. In der U-Bahn? In der U-Bahn. Die Leute waren still. Ich habe gesagt, und wenn du noch einmal es wagst, du kennst meine Mutter seit 3 Jahren, ich kenne meine Mutter seit 50 Jahren, dich hier einzumischen, ich glaube, es hackt und so, dann hast du wirklich einen Feind. Also ich war selber erschrocken, ne, und ich habe dann irgendwann aufgelegt, der war richtig erschrocken, weil damit hat er nicht gerechnet. Also weil da ist so ein Pulverfass an unterdrücktem Ärger und Frust und Wut. Und da habe ich gesagt, das tut nicht gut. Also es geht einfach nicht. Ich muss irgendwie anders in mir das heilen. Und es geht nicht, indem ich versuche, mit ihr zu kommunizieren und da eine Klarheit zu finden. Das funktioniert überhaupt nicht. Also ja, super, soweit bin super. Ich jetzt auch schon. Aber trotzdem sitze ich hier und erlebe in meinem Alltag in komplett anderen Situationen, zum Beispiel jetzt so einer beruflichen, ich nenne es jetzt mal kleine Familie, weil Synchronbusiness, das sind vielleicht 2000 Menschen, ja, das nenne ich so als die Synchronfamilie, merke ich so gerade, Alter, die sind immer wieder dieselben Themen, was mit meiner Wahrnehmung zu tun hat, wie ich, welche Position ich da einnehme, ich will da raus, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich drehe durch. Und muss ich jetzt an. Ja, absolut. Deswegen danke für diesen Hinweis. Das ist total verständlich. Also, das ist ja, weil wir also basierend auf unseren Annahmen tun wir ja auch Dinge. Und die erzeugen natürlich, wenn es aus dem Unterbewussten heraus passiert, immer wieder Situationen, wo wir uns immer wieder in derselben Situation wiederfinden. Deswegen finde ich das so wichtig, sich selber besser kennenzulernen, was ja mit so einer Arbeit passiert, ja, also wie auch immer, ob Aufstellungsarbeit oder Traumaarbeit oder schamanische Arbeit oder was das, was wir hier machen, einfach wirklich, also es muss ich wirklich sagen, also ich habe mir auch heute unser Gespräch nochmal angehört, weil ich gerne da anknüpfen möchte immer, ne, weil das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, das letzte, das dritte Gespräch, habe gedacht so, boah, ich muss uns echt auch mal einfach mal auf die Schulter klopfen, uns beiden, wir sind wirklich mutig, was wir hier machen, also, ne, und auch dieser Gedanke, okay, das hören unter Umständen ganz fremde Menschen. Ich kriege zum Beispiel ganz wenig Reaktion zu unserem Gespräch. Ich sehe nur, dass das relativ viele hören, weil ich habe ja die Analytics, ne, bei Podigy. Aber ich habe, ich kriege zu unserem Podcast hier, zu Nachgedacht, 0 Reaktion. Also, dass da irgendjemand mal was zu schreiben oder so. Das ist echt spannend. Also falls derjenige jetzt zuhört, der mir ein ganz schönes Feedback gegeben hat, ne, vielen Dank nochmal. Das war sehr ermutigend, weil ich habe dir ja erzählt, wir haben letztens eins bekommen. Oh ja. Das war ganz wundervoll. Aber das war auch im direkten Austausch, ne? Der stand dir gegenüber. Ja, im direkten Austausch, genau. Wir haben uns im Theater getroffen. Das war sehr schön. Ja, vielen Dank dafür. Das hat mich auch wirklich berührt. Und weil ich zwischendurch auch gedacht habe, okay, sind wir jetzt hier komplett narzisstisch, dass wir hier irgendwie unser Innenleben nach außen krempeln. Aber allein diese Reaktion, deswegen machen wir es ja, ne? Also, dass andere sich inspiriert fühlen, sich wiederfinden, auch mutig sind, vielleicht irgendwie mit jemandem zu sprechen, wie es ihm geht und so. Und jetzt haben wir gar nicht so viel über unsere Mütter an sich gesprochen. Ich glaube, es gibt einen Teil 2. Sondern vielmehr über das, was uns mit unseren Müttern verbindet, was ich eigentlich sehr, sehr schön finde, ne? Weil ich möchte eigentlich über das Leben meiner Mutter nicht so viel erzählen, weil auch aus Respekt ihr gegenüber, ne? Und ich schätze sie sehr, weil sie ist echt, die hat echt einen auf die Fresse gekriegt, immer wieder. Und das, was meine Mutter wirklich kann, ist immer wieder aufstehen. Und das habe ich auch von ihr. Genau. Also immer wieder, immer eine Krone richten, aufstehen, weitergehen, so, ne? Und aber sie trägt auch eine Menge, glaube ich, mit an Unerlöstem. Und das macht mich auch sehr, sehr traurig, dass ich, und diese Erkenntnis auch zu haben, ich bin leider nicht derjenige, der sie da befreien kann und der sie da rausholen kann. Das habe ich jetzt 30 Jahre versucht. Doch, bist du schon? Wie denn? Bist du schon? indem du dich befreist. Genau, Das hilft ihr. Das hilft ihr, definitiv. Weil alles hängt ja in einem Familienverband. Okay. Hängt ja alles unsichtbar zusammen. Und das ist immer so, wenn jemand zum Beispiel, mal jetzt nur das Beispiel Aufstellungsarbeit, wenn jemand sich entschließt, im Familienverband das zu tun, diese Arbeit zu tun, ohne jemandem auch überhaupt nur etwas zu erzählen. Ich höre es immer und immer wieder. Alles in der Familie verändert sich.
Und das ist wirklich. Das habe ich ganz oft auch, wenn ich Aufstellungen gemacht habe, aber wenn man selber involviert ist. Weißt du, was mir gerade für eine Idee kommt? Vielleicht sollten wir sowas mal anbieten, dass wir zusammen so Aufstellungen auch mal anbieten. Weil ich habe ja da auch eine Menge Erfahrungen gesammelt, natürlich aus einer anderen Richtung, diese Ikonenarbeit. Vielleicht ist das sogar ganz spannend, auch in so einem Männerkontext oder in so einem queeren Kontext. Das wäre auf jeden Fall interessant. Das sollten wir uns mal unterhalten drüber. Ja. Vielleicht stößt das ja auf Resonanz. Merke ich gerade. Es ist gerade eine Idee, also wo ich total Bock hätte, mit dir gemeinsam das anzubieten. Vielleicht macht das Sinn. Das war ein schönes Schlusswort. Schatzi, wir sind jetzt genau bei einer Stunde. Ich würde sagen, wir schließen jetzt hier mal diesen Loop für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank für dich. Ich freue mich immer sehr auf diese Gespräche, obwohl ich auch immer ein bisschen aufgeregt bin, weil ich denke, oh, okay, Seelenstriptease, es kommt wieder. Und das Geile ist, wenn man weiß nicht, was passiert, ne? Also wohin das Gespräch führt. Null. Ich finde es auch so interessant. Ich finde es so interessant. Worüber haben wir gesprochen? Erstmal weiß ich schon wieder gar nichts mehr. Und zweitens war ich zwischendurch immer wieder total überrascht und dachte, huch, worüber? Ach ja, na klar. Na gut. Aber es ist doch das Schönste. Das ist der Augenblick eben. Den genieße ich auch sehr und ich danke dir auch sehr dafür. Bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Und ich wünsche euch ein paar gute Anregungen. Also wir werden das nochmal drunter schreiben, diese 2-3 Buchempfehlungen. Ja. Und ja, wenn ihr Fragen, wenn ihr Anregungen habt, wenn wir freuen uns wirklich und das hilft uns auch, die nächsten Themen zu finden, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet oder uns eine Sprachnachricht bei Instagram, ist es wunderbar. Also wie auch immer, vielen, vielen Dank für euer Dabeisein und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mal gucken, was dann anliegt. Ja, mal sehen, auf welchem Pferd wir dann reiten. Wir freuen uns schon drauf und genießt die Zeit und seid nett zueinander. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wie hat Lilo Wanders immer gesagt? Herzt die Öffnungen und öffnet die Herzen. Öffnet die Herzen und herzt die Öffnungen. Wie war das? Auch schön. In meiner Liebe. Ach Mensch. Herrlich. Mein Lieber. Schönen Sonntag noch. Macht's gut, ihr Danke Lieben. Danke gleichfalls. Sagt unseren Podcast weiter, wenn euch das gefallen hat. Teilt den Podcast und ja, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Nachgedacht hier in Fechners Universum. Oh ja. Der Welt.